Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die Revolte in der Sächsischen Linkspartei war nicht erfolgreich. Es wurden Drohungen und Vertrauensfragen ausgerufen. Die Lage ist verdammt ernst. Viel Wirbel auf Parteitag der Sächsischen Linken. Erneuerung hat die Partei dringend nötig. Die Linke in Sachsen ist tief zerstritten. All das waren Zitate und Schlagzeilen in Zeitungen vor 2 Jahren, als wir den letzten Landesvorstand gewählt haben. Und ja, damals haben sich verschiedene Leute und verschiedene Gruppierungen in unserer Partei fast bis aufs Messer gestritten, wer den Landesverband nun führen soll. Und es gab dann am Ende auch einen funktionierenden Landesvorstand. Doch ich habe den Eindruck, dass die Kämpfe nach diesem Parteitag eben nicht beendet wurden und in unserem Landesverband noch immer zu viele Mitglieder sich nicht gegenseitig vertrauen oder eben durch vergangene Verletzungen im besten Fall enttäuscht sind oder im schlechtesten Fall zu viel Öl in ein Feuer gegossen haben, was eben auch Gift für unsere Partei ist. Und ich finde, liebe Delegierte und liebe Genossinnen und Genossen, damit muss Schluss sein, dass wir zutiefst zerstritten sind. Und vor allem muss Schluss sein damit, dass wir unsere Streitigkeiten öffentlich austragen. Wohin das führt, haben wir auf der Bundesebene viel zu oft erlebt. Und auch wenn ich es richtig finde, dass unterschiedliche Sichtweisen auch hart ausdiskutiert werden müssen und vor allem auch Grenzüberschreitungen von einzelnen Personen auch hart zurückgewiesen werden müssen, so finde ich es noch viel wichtiger, dass das Ganze lösungsorientiert und konstruktiv passiert und vor allem von allen Seiten und das auch gemeinsam. Denn am Ende, wenn nicht nur unsere Partei, sondern auch die gesamte Gesellschaft den Bach runtergeht und der Faschismus hier wieder regiert, dann landen wir nämlich alle in einem demselben Lager, alle gemeinsam. Und das muss uns immer bewusst sein. Wir sind eine Partei, eine Gruppe, die für das Gute kämpft, und zwar gemeinsam. Und unser Hauptfeind sind die Nazis von der AfD und eine CDU, die deren Aufstieg erst ermöglicht hat. Und natürlich müssen wir auch Lösungen anbieten für die Menschen da draußen. Und ich finde auch, die haben wir, auch damit die Stimmung nicht weiter kippt. Und woran wir meiner Meinung nach aber besser arbeiten müssen und besser sein müssen, das ist eben diese Lösung. Und ich finde schon, Luise, dass wir das haben, dass wir diese Lösung aber einfach besser erklären müssen und unter die Leute bringen müssen. Denn wir haben die Antworten auch zum Thema Klimawandel, zum Thema Verbraucherinnenschutz, zu den Nazis, prekäre Beschäftigung, Ausbeutung, Diskriminierung, Armut und auch Abstiegsängste und viel mehr. Und ich finde, wir haben die richtigen Antworten und wir haben es aber vielleicht durch eine zu große Selbstbeschäftigung verlernt, unsere Antworten eben an die Leute zu bringen. Und ich glaube, das andere große Problem ist, dass die Menschen in der Mehrheit eben nicht mehr glauben, dass wir diese Lösungen und diese Ideen wirklich auch umsetzen können. Und ich glaube auch drittens, dass die Menschen auch sehr große Angst hatten und haben, nämlich eine Angst, dass die AfD bei den Wahlen gewinnt und deswegen die Mehrheit der Menschen immer die Regierungsparteien bei den 3 Landtagswahlen gewählt hat. Das war hier in Sachsen die CDU, in Brandenburg die SPD und in Thüringen waren es wir als Linke. Und natürlich haben auch wir hier in Sachsen eigene Fehler gemacht, doch ich glaube trotzdem, dass der größte Punkt, warum die Wählerinnen hier mit abgewandert sind, auch die Angst vor der AfD war und deswegen auch die CDU am Ende gewählt wurde. Das war meiner Ansicht nach auch mit der treibendste Faktor. Denn selbst in meinem Großstadtwahlkreis im Leipziger Westen, wo ich als einziger Direktkandidat für unseren Landesverband einen Stimmenzuwachs in absoluten Stimmen erreichen konnte und auch die CDU und die AfD überholt habe, waren am Ende die Grünen eben noch erfolgreicher. Und es gab nicht wenige Wahlscheine, wo auf der Erststimme Marco Böhme stand und auf der Zweitstimme CDU oder Grüne. Und selbst in Konnewitz mit Jule Nagel, hat die CDU am Ende die Zweitstimmen gewonnen. Und das ist doch etwas, was uns wirklich zu denken geben muss. Wir müssen also lernen, gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam an einen Strang zu ziehen. Und ich denke, auch genau dieses Signal geht heute hier auch von diesem Parteitag aus und auch von diesem Personalvorschlag. Und auch die Medien berichten zumindest bisher positiv über uns und unseren Parteitag. Und ich finde, liebe Genossinnen und Genossen, das sollte auch so bleiben. Und ich wünsche uns deswegen erfolgreiche 2 Tage, den morgen und übermorgen noch.